So, liebe Leute. Ach du Heilige, ist hier Stimmung in Dresden. Hätte aber auch nichts anderes erwartet, meine Lieben. Die Begegnung läuft ganz unter dem Motto Topspiel. KC gegen Dynamo Dresden. Und wenn ich jetzt mal hergehe und sage, der Karlsruher SC ist Erster und Dynamo Dresden ist Dritter, könnte man im Zweifelsfall auch wirklich davon reden, von einem Topspiel in der dritten Liga, oder? Denn so momentan wie im realen Leben KC dasteht und auch Dresden dasteht, könnte dieses Spiel und der Topspiel natürlich auch für die dritte Liga gelten. Aber wir sind in der zweiten Liga in unserem Let's Play. Und Vorsicht! Frühe Führung. Der Dresdner Pavel Fort. Nicht mal zwei Minuten hat es gehalten. In der dritten Minute zimmert er uns hier das 1-0 rein. Also da hat unsere Abwehr geträumt. Da waren sie noch gar nicht da. Da waren sie noch gar nicht fast. Sag mal, pressen die denn hier bis zum Umfallen? Lavrić aber. Oh, gefährliche Aktion hier vom Dresdner Keeper. Fort wieder. Den müsst ihr doch stoppen. Los, ran da an den. Ach du Heilige. So, jetzt musst du auch mal wirklich... Unser guter Robles mal eingreifen konnte auch, aber nur zur Ecke abwehren, das heißt noch Gefahr im Spiel. Dresden ist ein Ticken stärker wie wir von der Gesamtstärke und natürlich auch ganz, ganz formstark, denn so wie sie sich aktuell präsentieren auf Platz... Oh, Vorsicht, faul, wird abgepfiffen. Da müssten wir vielleicht noch einen Sechser zuordnen auf Ford, dass der nicht da so durchgehen kann. Also das funktioniert gar nicht. Ja, ja, Rudi regt sich auf, ist vollkommen klar. Eieieiei, also das hat natürlich jetzt so ein früher Rückstand hier nach drei Minuten, da habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür haben wir uns in den letzten Spielen einfach zu solide präsentiert, aber mal schauen. Es ist noch nicht zu Ende und wir haben auch, sage ich mal, gute Offensivkräfte, spielen aber heute nur mit einer Spitze. Die Spitze, die aber normalerweise jedes zweite Spiel trifft und heute ist Lavrić-Tag, würde ich sagen. Ich hoffe, er trifft, ich hoffe es wirklich. Ja, Schwili, wieder auf Lavrić. Aber ihr seht schon bereits, ja, die Abwehr natürlich von Dresden noch top fehlt, weil zurückgerückt, aber das ist natürlich nix. Das Ding kommt dann im Lebtag nicht an. Hier wieder Ford, der sich da den Ball erkämpft, im Zweikampf Haas. Sieht da auch nicht so wirklich so solide aus. Vorsicht jetzt. Lavrić nochmal Rückpass auf Staffel, unser Sechser. Krebs auf der linken Seite, wieder auf Lavrić. Da oben läuft Jaschwili, läuft sich frei. Milchraum, kann der flanken? Eher weniger. Das ist eher so Krebs seine Aufgabe, der jetzt aber mehr Raum nach hinten macht. Abseits, abseits und das nah am Mittelkreis. Also das heißt ganz klar, Dresden spielt offensiv bis zum Umfallen. Die spielen offensiv bis zum Umfallen. Das heißt für uns natürlich, wir agieren gleich, gehen in die Taktik rein und spielen natürlich auf Konter. Schauen, dass wir unsere Abwehrreihe mal ein Stückchen nach hinten ziehen. Dann gehen wir auf Vergleich. Können wir hier beim Teamvergleich das einstellen? Ja, können wir. Und zwar der gute Staffelt macht den Fort. Deckt den Fort. Die spielen mit einer hängenden Spitze und mit einem Mittelstürmer. Krasse Sache. Sieht man auch selten, ne? So eine Aufstellung. Aber funktioniert, habt ihr ja gesehen. Schnelles Tor gleich zu Beginn. Heidewitzka, gefährlich. Wir haben das Spiel ausgegeben als wichtigstes des Jahres. Möchte ich natürlich beibehalten. Und das heißt natürlich, so ein Spiel muss man gewinnen, wenn man das schon so ausgibt. Möglichkeiten hätten wir, die Chance hätten wir, allein von der Mannschaftsstärke her, ganz klar. Es ist ein einfacherer Gegner, eventuell, wenn sie nicht so ein starkes Form hoch haben, was sie aber leider haben. Da gibt es ja andere Hausnummern in der zweiten Liga, die uns mehr Probleme bereiten dürften. Allein vom Papier her, ne? Allein von der Grundstärke her. Vorsicht, Fort, aber wird schön zugedeckt. Das klappt gleich super. Spitzenmäßig, Krebs. Wieder auf Jaschwili. Das ist Lavrić. Aber da ist natürlich jetzt die Schwierigkeit da, ne? Wie kommt man schnell zu einem Konter? Da muss es dann eben fix gehen. Die Balleroberung im defensiven Bereich. Und dann natürlich schnell nach vorne spielen. Das geht natürlich, einen Haufen Kraft. Was ist das jetzt? Faul. Aber ich hoffe mal kein Elfmeter, sondern nur Freistoß, oder? Das war sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Elfmeter für Dresden, meine Lieben. 2-0. Eieieiei. Eieiei, würde ich sagen. Christian Viel macht das hier. Noch in der ersten Halbzeit, halbe Stunde. 2-0. Jetzt wird es natürlich kritisch, ne? Jetzt wird es natürlich kritisch.
Ich würde fast sagen, die Schwäche liegt heute ganz klar in der Defensive, die so ein bisschen nervös auftritt von uns. Was zuletzt sehr gut funktioniert hat, wird heute aus den Angeln gehoben. Schade eigentlich. Lavrić hier auch mit dem Offensivfoul, Stürmerfoul an der Stelle. Hat er doch gar nicht nötig. Und wieder Balleroberung der Dresdner. Die sind einfach gut drauf, die sind auch fit und schnell, das ist unglaublich. Robles hier nimmt den Ball ganz sicher auf. Spielt ihn kurz natürlich zu Milchraum, über Staffelt, rüber zu Jaschwil. Und jetzt der Konter von Lavrić. Vorsicht, trifft! Nein! Nein, 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 das wäre der Anschlusstreffer gewesen. Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Unterlatte. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt, liebe Leute. Lavrić, das wäre es doch gewesen. Oh, sehr schöner Hackentrick von ihm jetzt. Rüber auf Haas. Da oben läuft sich Fing und er hat noch Kraft. Er hat noch Tempo. Was macht er denn? Das ist doch keine Flanke. Das ist doch keine Flanke. Das ist ein Gewaltschuss in den 16er. So erarbeiten wir natürlich keine Torchance. Ach Gott, die Chance von Lavrić, die war schon wirklich sensationell. Das wäre der Anschlusstreffer gewesen, hätte uns sicherlich wieder ein bisschen Luft gegeben, ne? Ganz klar. Sehr schön gemacht von Hornschuh hier. Technisch ganz stark den Ball abgenommen. Und wieder, da war ein langer Pass auf Lavrić, aber der ist alleine vorne. Wo soll er hinpassen? Muss zurückpassen. Und so bleibt natürlich Dresden die Chance, neu aufzubauen. Jetzt Lavrić, da ist er schon wieder. Lavrić, mit der Möglichkeit, wo schießt er denn hin, meine Güte? Ist unglaublich. 44 Minuten gespielt, die erste Halbzeit ist schon rum, meine Lieben. Die erste Halbzeit ist schon rum hier in Dresden. 2:0 führen sie. Die Jungs der Dynamo. Oder von Dynamo. Schade, schade. Ich denke mal, wir werden in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen offensiver auftreten. Denn verlieren. Zu verlieren haben wir jetzt nichts mehr. Jetzt können wir noch einen zweiten Stürmer bringen. Wir werden das natürlich dann mit Lamidi auch tun. Ich glaube, denke mal, Chris Thea ist noch nicht fit genug, um eine ganze Halbzeit durchzuspielen. Das schauen wir uns gleich mal an. Leider, leider hat das nicht geklappt. Schüsse aufs Tor wurden hier null gezählt, da wirklich keins direkt getroffen hat. Aber wenn ich mir den Lattentreffer mal dazu nehme, stimmt die Statistik hier an der Stelle doch nicht ganz, oder? Okay, wir sehen uns gleich. Gehen wir gleich rüber. Ja, die Jungs bewertet hier mit einer 4, gerade hinten im hinteren Bereich. Lechner 4,5. Das ist natürlich jetzt die Möglichkeit für Bitroff zu punkten, zu zeigen, was er drauf hat. Ihm bringen wir auch gleich, Bitroff, unseren Einkauf. Und schau mal, wie er das macht in der Defensive, aber dann noch ein bisschen für, ja, ein bisschen für Ruhe sorgt, das ein bisschen solider aufstellt. Hohenneder heute auch leider sehr, sehr schwach mit einer 62 bloß. Da würde ich vielleicht sogar den Müller bringen, um hinten einfach Ruhe zu schaffen. Als weiteres Lamidi dann rein für den guten Steffen Haas. Lavrić bleibt drin, denn heute ist der zweite Spieltag, das heißt, er muss einfach treffen. Komme, was wolle. Ist ja unglaublich, oder? Ist ja unglaublich. So, Staffelt an der Stelle mal als einziger Sechser. Wir müssen aber gerade gucken, nicht, dass ich es wieder vertausche. Denn starker Fuß ist rechts, also schießt er doch wohl lieber von hier aus. So, okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir gehen rein, gucken uns das Ganze an. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, 2:0, aber da braucht man keine große Ansprache machen. Ich denke mal, die Jungs wissen das. Einzelne Jungs jetzt zu motivieren, denke ich mal nicht, dass das nötig ist. Und wir schauen einfach mal. Mit drei Auswechslungen in der ersten Halbzeit, das ist schon heftig, oder? Jetzt darf sich keiner verletzen, jetzt darf keiner ausfallen. Ansonsten wird es kritisch. Wir haben die Defensive nochmal neu aufgestellt mit Bitroff und Müller. Und gucken mal, ob wir uns jetzt da vielleicht ein bisschen solider präsentieren und nicht in solchen schnellen Kontermöglichkeiten von Dresden reinlaufen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Viel Vorsicht. Milchraum über links. Das ist Krebs. Jaschwili, sehr schön, das ist Lavrić auf Lamidi. Jaschwili wieder. Der Routinier bei uns, auch der älteste Spieler auf dem Platz mit 34. Aber dort der Ball von Krebs kommt nicht an. Jetzt geht er hinterher, Jaschwili, er hat noch Kraft, obwohl er schon etwas älter ist. Heller läuft daneben, Heller nebenher, aber er könnte den Ball nicht abnehmen. Unglaublich, Mann an Mann, den Ball hinterher bis in den 16er rein. Also das hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Er wollte da keinen Foul riskieren, um erneut einen Freistoß rausholen. Ja, sehr schön gemacht, Lavrić hier an der Stelle. Staffelt rüber auf Krebs. Krebs, es gibt nicht da Staffelt, aber er kann den Ball nicht verwerten. Kann den Ball nicht verwerten, schießt da den Gegenspieler an. Und Eilhof braucht bloß aufnehmen. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Das wäre natürlich wieder eine erneute große Chance gewesen eben. Waren wir schon drei Mann, Überzahl im 16er. Fort wieder, Vorsicht, da war es Staffelt, wo war er denn?
der normalerweise vordecken muss. Der war vorne noch in der Offensivaktion tätig und ja, kam nicht so schnell zurück. Vorsicht, Freistoß von Dresden, aber keine weitere Gefahr für uns, meine Lieben. Das ist viel wieder mit der Balleroberung da in Mittelfeld auf Heller und jetzt ist Ford frei. Vorsicht, der steht schon breit. Ford wieder mit dem Schuss und ja, Robles hält. Sehr schön. Erneute Ecke für die Dresdner. Man muss sagen, Gesamtleistung heute, das 2:0 geht schon in Ordnung, obwohl wir die ein oder andere Chance hatten, aber